Ordnung, wir fangen an. Als erstes die Auflagen, das Mitführen und Zeigen von Flaggen, welche das Stadtwappen, das Staatswappen und das Wappen des Freistaates Sachsens der Bundesrepublik Deutschland zeigen, sind verboten. Glasflaschen und Glasbehälter, gleich welchen Inhalts, dürfen nicht mitgeführt werden. Alkohol ist verboten. Drogen sind verboten. Jede Form von Rauschmitteln sind verboten. Das Mitführen von Hunden während der Versammlung ist untersagt. Das gilt nicht für ausgewiesene Blinden- und Begleithunde, deren Einsatz nachweisbar ist. Die Schuldung den Anweisungen der Polizei ist Folge zu leisten und so weiter und so fort. Hallo Chemnitz! Neuer Platz, neuer Ort, neue Uhrzeit. Ich danke jedem, der hier ist und den Weg weiter mit uns geht. Meine Großeltern haben immer gesagt, wenn du was zu erzählen hast oder willst und ein anderer es schon mal besser zum Ausdruck gebracht hat, dann nutze es. Darum möchte ich heute einen Artikel vorlesen, welchen ich letzte Woche entdeckt habe und der so ziemlich alles zur Aussage bringt, was wir denken. Welche Zukunft ist für Deutschland denkbar und realistisch? Umbruch, Untergang oder Abspaltung? Wirft man einen Frosch ins heiße Wasser, so springt er sofort heraus. Erhöht man die Temperatur nur langsam, bleibt er am Becken, bis er stirbt. Frau Merkel ist zu danken. Sie hat die Temperatur schlagartig erhöht. Vielleicht springen wir ja jetzt aus dem System, dass unsere Kultur den langsamen Wärmetod preisgibt. Das Aufbrechen der europäischen Nationalkulturen und die Verwaltung des Kontinents nach amerikanischem Vorbild werden von den europäischen Eliten seit Jahrzehnten betrieben. Die Publizistin Barbara Spektre hat die aus ihrer Sicht zwingenden Gründe dafür klar benannt. Dieser Plan ist nicht nur ernsthaft gefährdet, der Frosch springt vielleicht aus dem Wasser. Mit den Ideen von Frau Spektre und Co. haben sich die intellektuellen Vertreter der europäischen Rechten seit langem in allen Einzelheiten auseinandergesetzt. In Zeitschriften wie der NO wurde dargelegt, warum wir die Entordnung der Menschen und die Auflösung der Nationen ebenso für wider der Menschen Natur und daher der Katastrophe halten und die uns in eine Katastrophe führen. Wie der Kampf gegen die Religion und die Zerstörung von Familien und der Geschlechteridentität. Wir haben seit Jahrzehnten vor der Folge der demografischen Entwicklung gewarnt. Wir haben wieder und wieder aufgezeigt, welche Gefahren der verordnete Multikulturalismus und das Raumgreifen des Islams in Europa gerade für die freiheitlichen Rechtsstaaten haben wird und hat. Und wir haben klar gemacht, warum der Sozialstaat durch die von oben gesteuerten Massenzuwanderung zerstört wird. Die Zeit der Argumente ist jetzt vorbei. Das heißt nicht, dass wir aufhören werden zu argumentieren. Aber uns muss klar sein, dass wir im Wesentlichen nur wiederholen, was wir schon seit Jahrzehnten sagen. Die Mächtigen haben die Entwicklung zu einem Punkt vorangetrieben, an dem es nicht mehr genügt, das Für und Wider in bequemen Sesseln öffentlichen Diskussionsrunden abzuwägen. Jetzt werden Taten sprechen, ob uns das Recht ist oder nicht. Der britische konservative Enoch Powell hat schon in den 1960er Jahren von dem Reverse of Blood gesprochen, zu denen die Zuwanderungspolitik führen wird. Die Zeit ist jetzt gekommen. Auch das Denken in Legislaturperioden gehört der Vergangenheit an. Es ist völlig unwichtig, ob irgendeine patriotische Partei bei den nächsten Wahlen 1% dazugewinnt oder nicht. Die Entscheidung wird in den nächsten 1-2 Jahren fallen, dass die bisher geübten legalen Formen des Widerstandes wie Demonstrationen sich als völlig wirkungslos erweisen und von den Medien nur verhöhnt und verleumdet werden.
Folgen haben. Auch dies ist uns jetzt schon klar. Und wir, die wir vor diesen Entwicklungen gewarnt haben, werden wieder die Sündenböcke abgeben, wie schon Ernst Dünger wusste. Nach dem Erdbeben schlägt man auf die Seismografen ein. Wir befinden uns, wie der Wiener Politologe Michael Lee formulierte, im Krieg. Wir erleben ein Hijra, ein Dschihad-Invasion, egal wohin die Entwicklung führt. Die Jahre 2015 bis 2017 werden Schülern nach 1000 Jahren ein Begriff sein. Möglich sind verschiedene Entwicklungen, aber nur drei davon sind wirklich wahrscheinlich. Die Polizei und die freiwilligen Helfer kommen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Die Staatsfinanzen sind überfordert, die Erwartungen der Zuwanderer, die auf raschen Wohlstand hoffen, denen von Schlepperorganisationen teilweise versprochen wurde, dass jeder in Deutschland sofort ein Haus, ein Auto erhält, werden enttäuscht. Realistische Schätzungen von Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass weniger als 30% der Zuwanderer auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar sind. Konflikte innerhalb der Flüchtlingslager, aber auch mit der Polizei und der örtlichen Bevölkerung nehmen zu, es gibt Tote. Bei den Landtagswahlen im Frühjahr 2016 kommt die AfD mit zweistelligen Ereignissen in die Parlamente. Die CSU zieht die Notbremse. Merkel tritt zurück. Es gibt Neuwahlen. Eine grundlegende Veränderung. Eine grundlegende Veränderung des Parteiensystems in Deutschland erscheint möglich. Ähnlich wie es das in der Vergangenheit bereits in Italien und Griechenland gegeben hat. Die Hoffnung vieler AfD-Anhänger scheint sich darauf zu konzentrieren. Kommt es zu einer Mitte-Rechts-Regierung, Militär, Polizei oder auch Beamtenschaft stünden bereit. Ja, sie warten nur auf die Vorgaben einer neuen politischen Führung. Dann könnte Deutschland wirklich die Grenzen schließen. Die Folge wäre ein Dominoeffekt. Was macht Österreich? Wie werden sich Slowenien, Kroatien, Serbien verhalten? Wenn es zu einer rigorosen Schließung der Grenzen kommt, wird ein Teil der Zuwanderer wohl versuchen, mit Gewalt den Weg nach Norden zu erzwingen. Plünderung, Kämpfe, Tote werden in Südosteuropa die Folge sein. Und in Deutschland ist zu erwarten, dass sich linksextreme Kräfte gemeinsam mit den Zuwanderern der neuen Regierung in den Weg stellen. Auch hier wird die Lage zunehmend eskalieren. Will die neue deutsche Regierung in dieser Situation die Kontrolle behalten, wird sie nicht umhin kommen, den Schießbefehl zu geben, von dem Alexander Gauland vor der AfD bereits gesprochen hat. Anfangs zur Grenzsicherung, nach den ersten toten Polizisten, auch wegen der inneren Sicherheit, in einer Lage, in der in Europa täglich Menschen sterben, scheint sogar dies möglich. Dann könnte die deutsche Regierung auch erzwungene Rückschiebungen durchführen. Schlägt das Pendel der öffentlichen Stimmung radikal um, wäre sogar eine weitreichende Entflechtung durch freiwillige Rückwanderung von den letzten Jahren zugestimmten Migranten denkbar. Deutschland könnte zum Vorbild Europas werden, das auch Staaten wie Frankreich, England zu ähnlichen Maßnahmen ermuntert. Doch die Einwände gegen dieses Szenario sind massiv. Werden sich die deutschen Wähler nicht in unsicheren Zeiten erst recht in die Arme des Regierenden flüchten? Beim Zusammenbruch der DDR 1989 war das Ziel klar. Jetzt gibt es kein Wohin. Und ist das deutsche Volk überhaupt noch Mannes genug zur Verteidigung all seiner nationalen Interessen, notfalls auch mit Gewalt? Das zweite Szenario, was beschrieben wird, ist der Untergang. Mit letzter Kraft schafft es die BRD, den Zuwanderungsstrom einzudämmen, etwa indem die Türkei für sie die schmutzige Arbeit macht. Abschiebungen in größerem Maße gibt es nicht, da sie ohne Gewalt nicht durchzusetzen sind.
und unsere Gesellschaft dazu nicht bereit ist. Trotz ausufernder Konflikte werden viele Asylanten nach Mitteldeutschland und Osteuropa weitergeschoben. So kann Deutschland bzw. die EU in den nächsten Jahren noch Millionen weitere Zuwanderer und nachziehende Familienangehörige verkraften. Wir schaffen das. Aber die Menschheitsverhältnisse im jungen, aktiven Teil der Bevölkerung unter 40 verändern sich. Zumindest in Westeuropa schlagartig und der Osten wird folgen. Deutschland verändert sich. Mehr noch als in den letzten 3 Jahrzehnten. Und um ein 10% schneller. Die EU verändert sich. Eine nicht-europäische Bevölkerungsmehrheit ist in greifbarer Nähe gerückt. Der Islam wird in etlichen Regionen zur stärksten Religion. Er ist bereits in vielen Regionen die stärkste Religion. Es gibt Vertreter eines aktiven Pessimismus, wie Ken Skubicek, die mit einer solchen Entwicklung rechnen. Sie sehen die Schaffung von Widerstandsnestern unterhalb der staatlichen Ebene als letzte nicht mehr verhandelbare Rückzugslinie. Wer nach dem Rausch der Willkommenskultur noch deutsch bleiben will, wird dies mit verstärkter Intensität tun müssen. Blickt man auf die geistige Konditionierung der letzten Jahrzehnte, muss man fast befürchten, dass dieses Szenario das Wahrscheinlichste ist. Doch was es bedeutet? Es bedeutet à la Lounge. Wird irgendwann eine Reconquista möglich sein? Oder ist es nur ein Untergang auf Raten? Werden die staatlichen Institutionen, die dann zunehmend nicht nur von linken Multikulturalisten, sondern auch von den Zuwanderern und deren Interessen bestimmt werden, solche deutsche Widerstandsnester überhaupt zulassen? Werden sie diese nicht bekämpfen, wie sie es bereits jetzt tun mit uns? Werden sie bekämpfen, wie das in den USA seit Jahrzehnten die Praxis ist? Magnanimität, Paul Gottfried ist. Und während es in den USA wenigstens eine starke Tradition der Selbstständigkeit und der Unabhängigkeit gegenüber dem Einflussnahme des Staates gibt, kann von einer solchen Haltung bei uns mittlerweile keine Rede mehr sein. Wir sind Sklaven dieses Staates. Andererseits, alle rechten patriotischen Netzportale haben in den letzten Monaten eine Verdopplung, Verdreifachung ihrer Zugriffszahlen erlebt. Die Beiträge von Sezession, Junge Freiheit, Unseziert und so weiter werden in den sozialen Netzwerken 100.000-fach geteilt und erreichen oft mehr Leser als die Artikel der etablierten Nachrichtenmagazine. Die Entwicklung, die wir seit Jahren bemerken, hat sich rasant beschleunigt. Immer mehr Menschen erkennen die Manipulation der Lügenpresse. Sie trauen den Massenmedien nicht mehr und suchen anderswo Informationen. Millionen Bürger sind auf dem Weg zur Erkenntnis, dass wahre Verhältnisse nicht über diese Presse zu erfahren sind. Wenn erst die kritische Masse erreicht ist, dann wird der grundlegende Wandel schlagartig einsetzen. Dies kann schon in einigen Monaten der Fall sein. Dies muss in einigen Monaten der Fall sein. Und dann werden wir wieder... Und dann werden wieder andere Szenarien möglich. Die dritte Szenario ist die Abspaltung. Der Zuwanderungstsunami führt zur Auseinanderbrechen der EU. Schengen ist schon gescheitert. Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Zugverkehr zwischen Österreich und Deutschland auf Monate hin eingestellt. Und jetzt beginnt Österreich, einen Grenzzaun zu Slowenien zu bauen. Denn es ist nicht einmal in der Zeit des Kalten Krieges zwischen den kommunistischen Jugoslawien und den pro-westlichen Österreich gegeben hat. Immer mehr Staaten führen Grenzkontrollen ein. Dazu muss ich aber sagen, sind die Grenzkontrollen in den anderen Staaten wesentlich effektiver als bei uns. Die osteuropäischen Staaten verweigern die Aufnahme von Zwangskontingenten von Zuwanderern. Trotzdem schafft es die Machthaber in Westeuropa, das Zusammenbrechen der staatlichen Strukturen zu verhindern. Der Konflikt zwischen Ost und West spitzt sich zu. Universitätsdozent Michael Nee erwartet diese Entwicklung.
ausgehend von den sechs Staaten Tschechien, Slowakien, Slowakei, Ungarn und Polen entsteht ein neuer osteuropäischer Staatenbund, in dem sich die baltischen Länder und die slawischen Staaten Südosteuropa anschließen. Dort hat man die Entwicklung, die in Westeuropa zum Untergang der Nationalkulturen geführt hat, vor Augen und will sich nicht auf diesen Weg begeben. Die haben nur Rückgrat. Auch Österreich könnte sich trotz seiner großen Zuwanderungszahlen unter einer FPÖ-Regierung diesem osteuropäischen Staatenbund zuwenden. Ja, sogar für die mitteldeutschen Bundesländer, eventuell für den Freistaat Bayern, könnte eine Sektion von im multikulturellen Untergangsstrudel befindlichen Westdeutschland denkbar werden. Schon würden solche Forderungen bei den Demonstrationen von Pegida in Dresden erhoben und es ist bemerkenswert, dass die AfD mit ihren Anti-Zuwanderungs-Demonstrationen gerade in den Ländern der ehemaligen DDR erfolgreich ist, in denen es bisher noch kaum nicht-europäische Migranten gibt. Die Mehrheitsverhältnisse in den neuen deutschen Ländern könnte daher sehr viel rascher als im Westen kippen. Und da bin ich mir völlig sicher. Wenn es kippt, dann bei uns. Ja. Natürlich empfinden viele deutsche Patrioten jede Erwägung einer Abspaltung als Landesverrat. Was aber, wenn klar ist, dass das westliche Deutschland kein Land der Deutschen mehr bleibt oder kein Land der Deutschen mehr ist? Was, wenn die Sektion einiger ethisch und kulturell noch deutsch gebliebener Landesteile der einzige Ausweg zur Bewahrung eines nicht bloß dem Namen nach deutschen Deutschlands wäre? Doch auch in diesem Szenario stellen sich massive Fragen. Es ist eine solche Entwicklung machtpolitisch möglich? Lassen die USA und ihre politischen Marionetten in der EU, dies überhaupt zu? Die osteuropäischen Staaten sind politisch, wirtschaftlich und militärisch eine unbedeutende Kraft. Aus sich selbst heraus werden sie die Kraft zur Abspaltung nicht aufbringen. Ist dann nicht eine entschiedene Orientierung nach Russland nötig für Serbien, Bulgarien, Griechenland? Wohl auch für Ungarn wäre dies kein Problem. Aber wie sieht es mit Polen, dem Baltikum und Kroatien aus? Andererseits könnte nur das zumindest regionalpolitisch immer noch starke Russland eine solche Abspaltungsbewegung den nötigen militärischen und wirtschaftlichen Rückhalt geben. Wir erleben Jahre der Entscheidung. Es geht um unser Land, unser Volk und um Europa. Nicht weniger und nicht mehr. Die größte Gefahr ist die Neugeburt einer rückwärtsgewandten Nationalismus, die europäischen Völker auseinanderstellt, anstatt sie miteinander zu verbinden. Europa und seine Völker müssen eins werden, aber jedes Land für sich. Und genau das ist der Punkt. Wir müssen uns einig werden. Gemeinsam streitet das Volk. Denn diese Entwicklung wird unser aller Leben verändern. Aber auch nur, wenn wir es jetzt zulassen und nicht endlich einen, vielleicht den letzten Versuch starten, unser Leben, unsere Freiheit, unser Recht auf unsere Heimat und Tradition hier und jetzt einzufordern. Das zuvor genannte sind Auszüge aus dem Denken anderer, die aber eintreten können. Ich habe den Artikel gelesen, ich fand die Szenarien relativ schlüssig und keiner kann sagen, was passiert. Keiner kann sagen, was hier passiert, wenn wir oder wenn vor allen Dingen unsere Regierenden nicht langsam reagieren. Und bitte, liebe Kanzler, soll es erst zu Unruhen kommen, muss noch mehr passieren. Allein die Vorkommnisse der letzten Wochen sind doch erschreckend. In Zwickau werden per Briefwarnung an Eltern und Kindern an der Schule ausgegeben und vor sogenannten Antänzern zu warnen. Ganz konkret wurden zwei siebenjährige Mädchen von Asylsuchenden nach der Mascha ansingen und antanzen belästigt.
Wie blind sind unsere Verantwortlichen all dem gegenüber? Wie ignorant kann man nur sein seinem eigenen Volk gegenüber? Aber unsere Politiker sind derzeit mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Wir müssen erst einmal die AfD fertig machen, denn die bedroht unsere Macht. Und da wir kein Mittel auslassen und wir müssen die Grenzen schließen und Gesetze beschließen, die keinen Sinn machen. Familiennachzug für Syrer nach 2 Jahren aufgeschoben, ganz toll. Dann kommen die eben als normale Flüchtlinge aus Kriegsgebieten und werden hier aufgenommen. Abgesehen davon, dass die das niemals durchgesetzt kriegen vor einem Bundesverfassungsgericht. Dies dient doch letztlich nur der Beruhigung derer, die das Ganze nicht mehr hinterfragen. Politikwissenschaftler haben schon vor dem Beschluss dieses Gesetzes prognostiziert, dass die Flüchtlingszahlen dadurch nicht nach unten gehen, sondern eher nach oben, weil sich nun eine Panik unter den Zurückgelassenen breit macht, dass dann bald keiner mehr kommen darf. Somit ist mit einer Zunahme der Flüchtlingszahlen zu rechnen. Diese sind nach vorsichtigen Schätzungen für das Jahr 2016 mit bis zu 2 Millionen angesetzt. Die Dunkelziffer liegt hierbei bei ungefähr 6,5 Millionen. Aber das Schöne dabei ist, Horst Seehofer nun als guter Schauspieler entfernt worden ist. Das Spiel Guter und Böser hat jetzt ein Ende, denn wir haben einen Konsens gefunden für das doofe Volk. Zum Abschluss noch ein Beispiel aus dem Alltag. Eine Rentnerin wurde an der Wirbelsäule operiert. Zur Nachbehandlung zum Arzt musste sie mit einem Taxi fahren, da sie selbst nicht fahren konnte und der Bus aufgrund der angelegten Halskrause zur Versteifung nicht in Frage kam. Da haben sie sich ein Taxi. Die Kostenerstattung bei der IKK für 52,90 Euro verlief ohne Erfolg, abgelehnt. Auf die Nachfrage hin, weil man ja auch 47 Jahre gearbeitet hat und eingezahlt hat, bekam sie folgende Antwort. Sie haben ja nicht die gesamten 47 Jahre in die bundesdeutsche Kasse eingezahlt. Antrag abgelehnt. Neuestes Beispiel, was der MDR vermutlich aus Versehen